Ja, Skaten und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Ja, wir sind letztes Mal vor dieser Riesentür hier stehen geblieben und schauen nun, was dahinter ist. Yo, Peru Gebirgshöhlen abgeschlossen. Benötigte Zeit 17 Minuten und 10 Sekunden. Kills 14, Vorräte 5. Artefakte 2 von 3. Mist. Reliquien 1 von 1. Gemeisterte das Zeitspiel? Nein. Ja, das können wir auch nicht machen. Ja, also jedes, ich sag mal, jedes Land, also jetzt Peru zum Beispiel, ist in verschiedene Level unterteilt. Also Gebirgshöhle, dann kommt ein anderes Level und dann noch ein anderes und bla. Jo. Freigeschaltet Outfits und Reliquien. Möchten Sie Ihre Fortschritte speichern? Natürlich will ich das. Jo, den nehmen wir natürlich auch. Day, nein, groß. DS-Team. Okay. Oh. Was habe ich ja gehört? Noch ein Bär. Drücken Sie Maus rechts, um den Gegner anzuvisieren. Speziell also wie Astronomus Kosche auszuwählen. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Wenn Sie am Wüten der Gegner aufstößt und das Bild verschwindet, bewegen Sie sich an die Richtung und drücken Sie die Umschalt. Okay, also wir können den dann ausweichen und dann ist es glaube ich so Slow Motion. Und dann BAM! Kopfschuss! Wir haben den Kopfschuss gelernt. Okay, aber wie wir nochmal großes Medipack einsetzen? Ich glaube C oder B oder so. Also kleines Medipack ist V. Und ja, das werde ich ja spätestens ausprobieren müssen, wenn ich es brauche. Jo, Lava kann an vertikalen Säulen klettern. Das wussten wir schon. Ja, das sieht doch schon so aus, na, hab ich so gewusst. Hier muss doch was versteckt sein. So, also das ist echt blind. Auch wenn ich hier gerade irgendwie so durchrushe, aber... Naja, ich kann mich halt an vieles wieder erinnern. So, also das zweite Level ist die Stadt Vilcabamba. Lagging wegen Kontrollpunkt. Ja, draußen schneit's und hier drin ist so heile Welt. Geil. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Oh oh. Au. Ich wollte eigentlich einen Kopfschuss mit euch machen. Wenn ich ehrlich bin. Hey, jetzt rennt sie weg oder was? Oh, die werden gar nicht wütend. Okay, wir haben noch eine Patrone. So, jetzt wieder 40. Okay, ja, da kommt noch ein Bär. Okay, komm her. Komm her. Oder nicht, bleib stehen. Fuck. Boah, da habe ich noch gerade so... Ich habe gedacht, der bleibt da jetzt stecken und dann rennt er auf einmal volle Kanne los, ey. Aber ich hab's noch geschafft. Okay, den Kopfschuss beherrsche ich noch. Yo. Ich rede vielleicht ein bisschen anders. Können wir nicht einziehen. Einschießen. Mann, was ist denn heute los? Ich werde bald eine Zahnspange bekommen, wollte ich nur noch sagen. Okay, wir können so abtauchen. Jo, am 16.02. soll ich die bekommen. Und deswegen haben die mir jetzt extra so erstmal Gummis reingemacht, damit irgendwie meine Zähne erstmal auseinander werden, damit die Zahnspange dann passt. Oder ein Fisch. Oh. Und ja, aber ich werde mich nicht, also ich werde nicht anders reden. Wurde mir versichert. Ob es dann letztendlich stimmt, weiß ich nicht, aber wir haben nicht mehr viel Luft. Toll. Haben wir doch noch was verloren. Okay. Gehe ich mal hier hoch. Spring drüber. Das wird einstürzen. Deswegen muss man gleich rüberrennen und abspringen. So, wir nehmen uns diesen Käfigding jetzt hier. Schießen aber erstmal das hier auf. So, geh mal weg hier.
Was verbirgt sich hier? Ein neuer Gegenstand, nämlich Schrotflintenmunition. Ja, wir haben zwar noch keine, aber ist ja immer gut. Und einen Dorfschlüssel. Jo. Tabulator, mein. Ah, das ist noch oldschool. Yeah. Tagebuch. Was? Ich sollte mich hier mal umsehen. Ach so, immer Tipps. Okay, da kann man die auch einsetzen. Ich sag jetzt mal B ist. Jo, B ist großes Medipack. Okay. Ich glaube, diesen Käfig hier brauchen wir noch. Also nehme ich den mal mit. Den müssen wir nämlich irgendwo ranschieben, um auf dem Haus zu kommen, glaube ich. Wenn er nicht feststecken würde. Ja, ich glaube, das war hierhin, wo wir ihn hinschieben mussten. Und Lara kann trotzdem nicht ranspringen. Komm schon, Lara. Gleich hast du's. Hä? Willst du mich verarschen? Okay, erstmal. Ah, hierhin. Okay, hier erstmal den Schlüssel verwenden. Jo. Und ein paar Wölfe hören. Okay, die erledige ich erstmal. Oh, Tollwut. Die haben Tollwut. Ah, genau. Gegen fest fliegen sie schnell nach vorne und hinten. Hä? Achso, links und rechts. Nicht vorne und hinten. Ah, geh weg. Ach, ich muss ja immer drücken und nicht gedrückt halten. Ah. Okay, hier hoch konnte man, aber was ist da? Ich weiß es nicht. Probieren wir es doch einfach mal aus. So. Ich glaube, da ist dann noch so ein Artefakt, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es ein optionaler Weg, weil wir müssen ja dahin, wo diese Wölfe waren. Was da drin? Körper, yay. Ohne Gliedmaßen, aber mit Kopf. Boah, was geht hier ab? Links oder rechts? nee. Nee, hier waren wir schon. Den musste man hier irgendwo hinmachen, um weiter hochzukommen. Das wusste ich noch, aber wohin? Hierhin? Auch nicht. Und ich gehe erstmal lieber nochmal dahin. Obwohl ich meine, hier waren wir schon. Ah, damit kann man das aufmachen. Toll, was bringt uns das? Da kamen wir aus dem Wasser getaucht. Das ist zwar jetzt ein bisschen Zeitverschwendung, aber ich will ja... Ich meine immer noch, wir müssen da ran. Natürlich müssen wir da ran, aber irgendwie macht Lara das nicht. Ja, komm mit. Bodenerhebungen, die den Käfig aufhalten. Geht mal weg hier. Hallo. Ich wollte schon sagen, kriege ich den jetzt nicht mehr zurückgeschoben oder was? So. Nee. Da lang. Bitte schön. So, jetzt. Ha. Ein komischer Glitch, aber... Wir haben es ja dann doch geschafft. So, Fledermaus tot. So. Spring ich hier ran. Ja, abspringen wäre auch cool. Hier rüber schwingen. Die Musik ändert sich irgendwie. Oh, hast du noch
Okay, hier lang. Jo, ein Artefakt. Bam. Haha, hab ich dich doch gesehen. Nein, eigentlich nicht, aber... Ey, geh weg. Hallo. Wie sieht ihr doch an, Lara? Noch eine? Nee. Okay. Oh, doch. Yay. Das ist ja voll dumm. Wenn wir da reingesprungen, kämen wir nicht mehr hier raus. Dann müssen wir wieder unten durchtauchen. Also benutze ich jetzt ein großes Medipack. Gehe hier rum. Und ein Wolf fällt mich an. Hanna, komm her. Bam. So, viel einfacher, die Gegner so zu besiegen. Und das war's auch mit dem Part. Also bis zum nächsten Mal. Bam.